Eure Aufträge wachsen euch über den Kopf. Die Projektanlage dauert ewig, bevor ihr loslegen könnt zu arbeiten. Mit dem HQ gehört das der Vergangenheit an. Projekte schaffen nicht nur mehr Überblick. Durch Vorlagen könnt ihr auch sofort loslegen, produktiv zu arbeiten. Moin, ich bin Chris von HQ. Projekte sind eines der essentiellsten Elemente im HQ. Eure gesamte Arbeit organisiert sich um diese und am Ende verdient ihr damit auch euer Geld. Im HQ gibt es unterschiedliche Wege, Projekte anzulegen. Lasst uns diese einmal gemeinsam durchspielen. Der einfachste Weg, im HQ ein neues Projekt zu starten, ist über den globalen Hinzufügen-Button in der oberen Navigationsleiste. Dort könnt ihr diverse Elemente im HQ erzeugen, unter anderem auch ein neues Projekt. Zu jedem Projekt müsst ihr zuerst eine Projektvorlage auswählen. Diese hilft euch dabei, Projekte thematisch zu kategorisieren. So könnt ihr zum Beispiel in euren Auswertungen verschiedene Projektarten getrennt voneinander betrachten. Außerdem könnt ihr mit den Vorlagen bereits Standardprojektpläne definieren. Das spart eine Menge Zeit, wenn ihr Projekte habt, die grundsätzlich sehr ähnlich ablaufen. Die Vorlagen könnt ihr frei und in beliebiger Anzahl im Admin-Bereich definieren. Jede Vorlage kann entweder extern für Kundenprojekte oder intern für eure agentureigenen Themen, zum Beispiel die Planung von Team-Events, genutzt werden. Eure Weihnachtsfeier ist also auch gesichert. Nachdem wir eine Vorlage ausgewählt haben, wählen wir nun zu unserem Projekt einen Kunden aus. Wir nutzen jetzt hier einen Bestandskunden und den entsprechenden Ansprechpartner, der auf Kundenseite für euer Projekt verantwortlich ist. Im letzten Schritt versorgen wir nun unser Projekt mit allen weiteren essentiellen Infos wie einem Namen, dem geplanten Start- und Enddatum. Als geplantes Startdatum wird hier der heutige Tag vorausgefüllt, das kann aber jedoch noch beliebig angepasst werden. Und natürlich unserem Projektteam, also einem Projektleiter und meinen entsprechenden Teammitgliedern. Nach einem Klick auf Anlegen werdet ihr automatisch zum neuen Projekt weitergeleitet. Wie ihr seht, ist für dieses Projekt bereits ein vorläufiges Stundenbudget hinterlegt. Im HQ sind das die sogenannten Sollzeiten. Diese wurden aus der anfangs gewählten Projektvorlage geladen. Klickt ihr nun auf Projektplanung, seht ihr die entsprechenden Phasen aus unserer Vorlage mit den dazu passenden Sollzeiten. Diese Werte können natürlich noch beliebig und individuell angepasst werden. An dieser Stelle noch ein Insider-Tipp. Du musst im HQ keinen Projektplan erstellen, um Zeiten erfassen zu können. Das ist gerade für eure kleinsten Projekte super praktisch. Das war's auch schon. So schnell und einfach geht die Projekterstellung im HQ. Wenn ihr Fragen habt, schaut gerne in der Hilfe vorbei oder chattet uns an. Für weitere hilfreiche Tipps und Updates zum HQ könnt ihr unseren YouTube-Kanal abonnieren oder auf unserem Blog vorbeischauen.